Moin und herzlich willkommen hier zu einer wunderbaren neuen Partie Fridays for Fußball. Und ihr fragt euch sicherlich, warum klingt der Mann so blechern, komisch, keine Ahnung, schlecht. Ja, mein Mikrofon ist gerade beim letzten Aufnehmen einfach mal leer gegangen und ich hatte jetzt keine Zeit noch zu warten, bis das Mikrofon wieder aufgeladen ist. Deswegen müssen wir das hier so machen. Und wie ihr seht, ich spiele wieder den VfL Osnabrück. Da ist es mir auch egal, ob die auf dem 18. Platz stehen. Ich stehe zum VfL. Und wenn das manchmal anders klingt und ich sage, FC Bayern ist mein Lieblingsverein, dann ist das natürlich nur ein Scherz. Zur Partie. Es ist die Partie gegen Paderborn, das sogenannte, wie auch man kann es Derby nennen. Gegen Ostwestfalen sind es ja in der Regel Derbys. Steigt morgen um 13 Uhr. Ist der 19. Spieltag. Ups. Der zweiten Bundesliga. Und ich habe nachgeguckt, im Hinspiel gab es auf dem echten Rasen ein 1:1. Also da haben sie tatsächlich einen der neun Punkte hergekriegt, den die VfL haben auf dem 19. Platz. Auf dem 18. Platz. Der 19. Platz. Der SC Paderborn steht besser da, sind auf dem 6. Platz mit 27 Punkten, also dreimal so viele Punkte wie der VfL. Das kann ich mit meinem Grundschulmathe mal eben ausrechnen. Und die Partie dauert jetzt keine 45 Minuten, auch keine 4 Minuten mehr pro Halbzeit, sondern 3 Minuten. Ich habe sie verkürzt, wir bleiben aber auf Weltklasse, damit die Videos ein bisschen kompakter und knackiger und kürzer werden. Und wie ihr jetzt gerade schon sehen könntet, der Neuzugang des VfLs, der Grieche, der hier als rechter Verteidiger geführt ist. Ich spiele mal den Ball zu ihm. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, er müsste es sein. Genau, Andruzos. Der ist transferiert worden von EA FC 24, netterweise. Fried. Alleine durch. Und damit ist das erste Tor dieser Partie. Ja, und deswegen konnte ich den schon aufstellen, genauso wie diesen Mann. Oggi Vried habe ich für Engelhardt vorne reingepackt und auf der Bank wartet Lex Tiger-Lobinger. Das ist ja der neue Stürmer, den sich der VfL gegönnt hat, leihweise. Der Chato, oder wie man ihn ausspricht, hat ja leider den VfL Osnabrück verlassen. Ich fand ihn immer gar nicht so schlecht. Der ist auch schon von EA transferiert worden. Ja, das Spiel steigt an der Bremer Brücke. Und es fehlen laut Transfermarkt, ich habe Tesche nur auf der Bank, weil da stand nur krank bei. Es fehlen sonst laut Transfermarkt Bär, Verhoog, Odoa, Kehl, Tesche und Cousins. Das sind die Spieler, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also Donnerstagmittag, so ein kleines Verletzungszeichen haben bei Transfermarkt. Und dann gucke ich jetzt nicht nochmal extra bei Kicker, wie stehen die Chancen oder so, sondern die sind dann raus. Und scheint aber auch ohne zu gehen. So, jetzt habe ich glaube ich auch alles erzählt, was ich in der ersten Aufnahme erzählt habe. Hoffe ich, dass man das noch halbwegs verstehen kann auf dem internen Mikro des Handys. Aber es gefällt mir, dass die Halbzeiten dann doch ein bisschen schneller vonstatten gehen. Oh, schade. Die Situation wird erstmal geklärt. Tolle Chance. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten. Oh, was braucht der Ochi lange zum Aufstehen? Der hat mich dann doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Das ist da fast das. Ja, ein Versuch, ein Tor. Jetzt sonst das 2:0 geben können, kurz vor der Halbzeit. Guck mal, ist er verletzt? Ne. Dann seht ihr nochmal die Aufstellung. Das Schöne, glaube ich, an 3 Minuten Halbzeiten ist auch, irgendwie scheint die Ausdauer nicht runterzugehen. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Und das Freistoß für mich. Jetzt kommt hier der, da wird schon gewechselt, kein Zombie kommt rein. Oh ja. Ja, es ist, glaube ich, zu weit für meine Freistoßkünste. Wir chippen den mal rein von Klein Hansel. Oh, ich habe nicht damit gerechnet, dass sich der G
Gegenspieler da so auf die Schnauze legt. Ganz energisch. Ja, zuletzt gab es ja massiv viele Niederlagen und mal ein anderes Spiel. Also hier 16-Bit-Soccer. Das hat auch eine Menge Spaß gemacht mit lustigen Namen. Sie bleiben bei ihrer Linie. Dazu muss man ja auch sagen, ich habe ja 2-0 gegen Bremen gewonnen. Der FC Bayern München war nicht so gut. Hat dann in der Allianz Arena gegen Bremen verloren. Das war eine große Überraschung für viele Fußballfans. Und natürlich Freude bei Leverkusen, dass sich der Abstand zu den Bayern dann noch vergrößert hat. Ich wechsle mal fröhlich aus. Genau, Tesche, wie gesagt, auf der Bank. Auf die versuche ich aber zu verzichten. Und dann können wir so weiterspielen. So. Wir sehen den Wechsel. Sie wechseln. Ja, mal in den Torschützen und sowas raus, ist ja nicht so wild. Bei EA beschwert sich dann ja auch, zumindest außerhalb des Karrieremodus, ist keiner, dass er zu früh ausgewechselt wurde. Da sind die frischen Spieler. Sie wirken da sehr druckvoll. Abwehr muss aufpassen. Und da ist fast Lex Tiger Lobinger mit seinem Debüttor. Der ist aber ganz schön groß, das wusste ich gar nicht. Ja, dann ist das wohl jetzt das Flankenspiel, wenn er so ein Riese ist. Sie spielen steil, gefährlich. Ah, schade. Robert Huter im Tor. Alter, Lobinger. Ecke kommt lang. Situation erstmal geklärt. Dreneser, Sie erhöhen Ihre Führung. Und da ist es. Das Debüttor für Lex Tiger Lobinger. Starkes Ding hier bei EA Sports FC 24. Ja. Also, Tipp an Herrn Kuschinat. Gibt dem Lobinger eine Chance. Der macht das Ding. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für Sie. Latte. Sie holen sich den Ball. Noch 20 Minuten auf der Uhr, das ist ja schon gut. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Uschi Obermeier da auf rechts. Ah, vielleicht geht da noch was. Oh, das ist dem Spieler da wohl an die Hand gesprungen, der Ball. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Wir haben mehr Zeit, da können wir ein bisschen Ballbesitz spielen hier. Sie haben den Ball. Sehr gut da vom Neuzugang zu Gang. Der Fehlpass dann aber nicht so gut. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Mitspieler frei. Sieht gut aus. Kann der Pass kommen. Aber wir sehen es. Ballverlust. Oh. Auch nicht so ein guter Ball. Malasio. Schuster. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Lobinger ist aber etwas behäbig auf der Stelle, sich zu drehen. Na komm. Dann ist das da wohl hier mal wieder ein Sieg, den der Herr Oberschmidt hier einfährt für den VfL Osnabrück. Und Kühn hält da noch das 2-0 fest. Und das war's. Der VfL gewinnt und ihr seht ja, wie der Controller glänzt. Ich hoffe, das ging vom Ton her. Ich bin gespannt. Ich werde es mir gleich anhören, dann fertig schneiden. Und ihr seht es schon, wenn es fertig ist. Macht's gut.